Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ieri sono venuto da me per la Santa Messa quattro donne della Slovenia. Voglio salutare loro e sono stato contento di che loro sono stato qua per pregare insieme prima della Messa, l'adorazione per il Rosario e poi per la Santa Messa anche dopo per il pranzo. Cari fratelli e sorelle del Signore, oggi celebriamo la festa di due papi morti come martiri nel secondo e il terzo secolo. Si tratta dei papi Sotero e Caio. Papa Sotero proibì alle vergini consacrate di toccare i vasi e i pali, la palla, questo sopra del calice, i pali sacri, e di fare il servizio dell'incenso in chiesa, proibì alle vergini consacrate. Se l'ha proibito, possiamo supporre che questo è accaduto e che egli deve averlo considerato sbagliato e improprio. Non presumo che coloro che toccavano i vasi morissero dopo averli toccati, ma nell'Antico Testamento ci viene detto che un uomo di nome Uzza, che toccò l'arca dell'alleanza senza permesso, fu punito da Dio con la morte. Oggi risulta difficile da comprendere perché spesso abbiamo perso il senso del sacro. Nella liturgia ortodossa il sacerdote chiama i fedeli prima di dare la comunione le cose sante ai santi, e i fedeli rispondono: uno solo è il Santo, uno solo il Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Questo ci ricorda che solo chi è adeguatamente preparato e senza gravi peccati, cioè chi è degno, può ricevere la Santa Comunione. Per questo motivo San Paolo ci dice nella sua prima lettura ai Corinzi: chiunque mangia e beva senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Così, quando Papa Sotero decretò che le vergini consacrate non potevano toccare i vasi sacri, calice, patena, vuole ricordare a tutti la santità di colui che scende in questi vasi dopo la consacrazione per prenderne possesso come luogo della sua presenza. Quindi, le cose sante ai santi. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, gestern sind vier Schwestern aus Slowenien zu uns gekommen, hierher in die Kapelle. Sie sind viele Kilometer gefahren von Gorica, Novogorica und Ljubljana hierher nach Eisenberg und haben mit uns die Heilige Messe mitgefeiert. Ich habe mich sehr gefreut und ich grüße Sie herzlich, falls Sie heute diese Messe im Livestream mitfeiern. Wir feiern heute das Fest zweier Päpste, die im 2. und 3. Jahrhundert als Märtyrer gestorben sind. Es sind die Päpste Soter und Caius. Papst Soter hat verboten, dass die geweihten Jungfrauen die heiligen Gefäße und Palen berühren und in der Kirche den Dienst am Weihrauch besorgen. Wenn er es verboten hat, so können wir annehmen, dass dies auch geschehen ist. Ich meine geschehen, dass diese Frauen das vorher auch
Einzelne berührt haben. Und wir können auch annehmen, dass er das als falsch, dieser Papst als falsch oder ungefährlich empfunden hat. Ich nehme nicht an, dass diejenigen, die die Gefäße berührt haben, nach der Berührung gestorben sind. Aber im Alten Testament wird uns berichtet, dass ein Mann namens Usa, der unerlaubterweise die Bundeslade berührt hat und Gott mit dem Tod bestraft wurde. Wir können das heute nur schwer nachvollziehen, da uns oft der Sinn für das Heilige verloren gegangen ist. In der orthodoxen Liturgie ruft der Priester vor der Kommunionsspendung den Gläubigen zu, das Heilige den Heiligen. Und die Gemeinde antwortet, einer ist heilig, einer Herr, Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen. Damit werden wir erinnert, dass nur jene, die entsprechend vorbereitet und ohne schwere Sünde sind, die also dessen würdig sind, die heilige Kommunion empfangen dürfen. Deshalb sagt uns ja auch der heilige Paulus im 1. Korintherbrief, denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Den Papst Soter also verfügt hat, dass die gewaltigen Jungfrauen nicht die heiligen Gefäße berühren durften, Kelch oder Patene, so wollte er damit allen die Heiligkeit dessen in Erinnerung rufen, der in diesen Gefäßen nach der heiligen Wandlung herabsteigt, um sie als Ort seiner Gegenwart in Besitz zu nehmen. Deshalb gilt das Heilige den Heiligen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich